Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann freuen sich, dass Sie dabei sind und werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen ein Spiel aus den Champions Playoffs, bei dem das Weiterkommen möglich ist. Die Young Boys gegen Big Trouble. Heute können Sie den Sprung in die Champions Finals schaffen. Wäre ein toller Erfolg und ich glaube, wenn Sie so spielen können wie zuletzt, dann klappt das. Das ist die Aufstellung der Young Boys. Im Tor spielt Peter Schmeichel. Virgil van Dijk spielt mit Laurent Blanc in der Abwehr. Frank Rijkaard steht mit Frenkie de Jong im Mittelfeld. Und im Sturm spielt Kylian Mbappé. Der Blick auf die Aufstellung von Big Trouble. Im Tor spielt Peter Schmeichel. Virgil van Dijk, ist es das? Schöner Block, Gefahr ist aber noch nicht bereinigt. Die Chance jetzt. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schöner Pass. Fans stehen hinter Mbappé. Sie wollen jetzt, dass er es versucht. Super Trick und dann ist er vorbei. Samuel Eto'o, das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus, da wäre fast der Ausgleich gefallen. Ball jetzt bei Lahm. Das ist Frank Rijkaard. Kylian Mbappé, Lothar. Riesenchance Mbappé. Der ahnt diese Szenen. Der macht wieder das Tor. Nummer 2 heute schon. Das ist schon stark. Rodrigo.
Samuel Eto'o. Ballack. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Valverde. Kommen Sie noch mal ran. Schön zugemacht. Ecke kommt ins Zentrum. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Er kann erst mal klären. Alonso Maximon. Am Ball Mbappé. Ja, nicht ungefährlich. Den hat er super gehalten. Ball kommt lang. Pech bei diesem Kopfball. Geht haarscharf über die Latte. Van Dijk. Valverde. Reus. Schuss von Reus. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Big Trouble holt sich hier den Ball. Der Versuch. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Alvarez. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Samuel Eto'o. Ballverlust. Mbappé. Ja, ja, geht mit Freistoß weiter. Ja, gibt nur Abschluss. Die Balle oben. Kylian Mbappé Lautin. Rodrigo. Den Zweikampf führt er sehr gut. Mbappé. Der Ballverlust durch Mbappé. Philipp Lahm. Diesen Pass holen sie sich. Das macht er richtig gut. Ist das der Anschlusstreffer? Gute Chance, aber vereitelt. Macht er ganz sicher. Valverde. Jetzt Marco Reus. Am Ball Mbappé. Adama. Zurück zu Mbappé. Ah, gutes Timing. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Könnte was werden. Van Dijk macht zu. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Den hat er förmlich geahnt. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Samuel Eto'o. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter.
deutlich ist der Rückstand schon für Big Trouble. Aber klar, noch haben sie hier eine Hälfte lang Zeit. Noch hoffen sie, der Ball rollt wieder. Er passt gut auf und hat den Ball. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Das ist die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Die Ecke kommt. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Valverde. Machen Sie das Tor! Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Adama Traoré. Fahne geht sofort hoch, da ist Abseits. Rodrigo. Da ist Reus. Valverde. Big Trouble in der Vorwärtsbewegung. Gehalten, ganz stark. Ecke kommt in die Mitte. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Und es gibt natürlich Einwurf. Alvarez. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Der Ballgewinn jetzt. Alvarez. Valverde. Das muss es sein. Ball draußen, da haben sie. Gut gestört. Wir sehen's, beide Mannschaften wechseln. Mudrik. Giroud mit dem Ball. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Alvarez. Das war eng, aber sie hat den Ball. Philipp Lahm. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Olivier Giroud. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Saka. Mbappé. Mbappé verliert den Ball. Alexia Buteyas. Lahm mit dem Ball. Jetzt wäre Platz zum Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Didier Drogba.
Er macht das Tor und bringt sie hier mit 2 Toren. I don't know, and of course I blame my boots for the faults of my toe.